Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir gehen jetzt nach Waldheim und ich muss mir mal eben meine Zettelchen hier zurechtlegen, falls ich wieder irgendwas mit der Schnelltaste machen muss. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, dass wir irgendwas anderes noch machen wollten, aber ich glaube nicht. Wir haben extra alles soweit frei gemacht. Ja gut, wir könnten noch was essen hier lassen. Vielleicht ist das ein bisschen viel. Lassen wir noch die Suppe hier. Ich denke mal nicht, dass wir so viel kriegen werden, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ja absolut keine Ahnung, upsala, was mich da in Waldheim überhaupt erwartet. Aber das werden wir rausfinden. Müssen wir uns jetzt nur erstmal wieder auf den langen Weg komplett durch die Gegend hier machen. Ich würde normalerweise auch sagen, ich lasse mein Werkzeug hier, aber da ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, das ist eine Stadt, ja, aber das war es dann auch schon. Ich weiß nicht, ob die da mir irgendeine Aufgabe geben, so nach dem Motto, oh, keine Ahnung, ich sag mal, ein Baum blockiert meinen Karren oder sowas, mach den bitte weg. Dann... ja, dann sage ich, böser Baum, warum hast du dich plötzlich dahin gepflanzt, so ganz spontan? Und muss den dann halt entsorgen. Ach, das war die eine Hütte hier oben. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst oder was? Ich finde das ganz lustig, dass man jetzt unterwegs immer sieht, wie viel Wasser da drin ist und so. Es bringt mir zwar überhaupt nichts eigentlich, also unterwegs, aber... oh, die Temperaturen schwanken aber ganz schön, sehe ich gerade. Eieiei. Vor allen Dingen, warum ist es so kühl? Naja, Frühling, okay. Können wir mit dir nur mal reden? Nee, also reden können wir schon, aber es bringt nichts. Blockier mir doch nicht den Weg hier. Geh weg da. Ich muss nach Waldheim. So. Der Weg ist frei. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir keinen Erntekorb dabei, ne? Da war aber gerade irgendwas auf der Straße, was uns hier blockiert hat. Die Frage ist jetzt, ja, okay. Ich könnte jetzt natürlich auch noch außerhalb des Weges hier irgendwo rumlaufen, aber vielleicht kommt das später noch, das weiß ich natürlich nicht. Hallo? Ja gut, Frühling, wenn das jetzt ganz Anfang vom Frühling ist, aber... normalerweise eher ungewöhnlich, dass dann hier noch Schnee liegt. Aber das erklärt auf jeden Fall, warum meine Ernte für einen Eimer war. Oh. Endlich komme ich raus aus der Wildnis. Ein Café. Wundervoll. Hallo, du musst unser Neuzuwachs sein. Hallo, das spricht sich ja schnell rum. Kian war letzte Woche hier und hat uns von dir berichtet. Verstehe. Ich habe schon die ganze Zeit Ausschau nach dir gehalten. Warum das? Ich habe eine Nachricht für dich von Nial. Wer ist Nial? Nial ist unser Zauberer. Viele meinen, er wäre so etwas wie unser Dorfältester. So eine Art Bürgermeister? Nicht direkt, wir haben hier keine Verwaltung. Waldheim ist so klein, dass wir gut zurechtkommen. Keine Verwaltung? Keine Beamten? Unglaublich. Ja, Kian meinte schon, dass du von weit her kommst. Ach ja, und was hat er sonst noch über mich erzählt? Dies und das. Was ist nun mit der Nachricht? Ach ja, du sollst ihn besuchen kommen, am besten schon bald. Er meinte, ihr hättet einiges zu bereden. Gut, wo finde ich ihn?
Er wohnt außerhalb von Waldheim. Folge einfach dem Weg Richtung Norden. Was kannst du mir sonst noch über Waldheim erzählen? Wir haben hier diverse Händler und Handwerker und alles. Was wir zum Leben brauchen. Doch komm abends in Chloes Restaurant. Da ist immer viel Betrieb. Oder schau nachmittags in meinem Café vorbei. Das werde ich bestimmt. Ich habe ewig lange mit zwei Männern im Wald gelebt. Ja und? Und nun brauche ich dringend etwas Abwechslung. Ich denke, du wirst dich bei uns wohlfühlen. Ich dachte, jetzt sagt sie, jetzt brauche ich dringend einen Kaffee oder so. Eigentlich bin ich ja mehr auf der Durchreise. Wirklich? Das glaube ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Bis bald. Aber Thema Kaffee bin ich gerade direkt durstig geworden. So, okay, jetzt muss ich doch mal eben gucken. Wir haben jetzt so viele. Okay, das sind dann den Schmied von Wilfried grüßen. Das sollten wir auch noch machen. Das setze ich auch mal rein. Und der Dorfälteste will mich sprechen. Das setzen wir auch rein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was von dem das Richtige ist. Und ich weiß natürlich auch nicht... Ach doch, da oben ist ein Fähnchen. Also ein Fähnchen haben wir zumindest. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt der Schmied oder was anderes ist. Also wir müssen uns auf jeden Fall nach oben und nach rechts halten. Okay. Ich schätze mal... Ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, wir können da irgendeinen Weg folgen. Können wir vielleicht auch noch angeln lernen? Ich weiß es nicht. Hi, guten Tag. Ja, tschüss. Warte, Gameplayerin. Was gibt es eigentlich Neues aus dem Tal im Westen? Ich meine, die Nordrhein-Westfalen. Nein. Keine Ahnung. Bis demnächst, Walter. Was anderes darf ich nicht sagen. Das hätte ich beinahe vergessen. Ach, ist er das? Ach ja, klar. Und ich sag gerade noch Walter, der Schmied, ich doof. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich soll dich von Wilfried grüßen. Das ist aber nett, danke. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich meinen Laden für einen Tag dicht machen und hinüber ins Tal gehen. Ja, aber bitte nicht dann, wenn ich dahin möchte, ja? Obwohl, ich habe eh kein Geld. Also von daher ist es auch eh egal. Okay, bis demnächst, Walter. Das ist geil, dass ich weiß, dass der überhaupt Walter ist, aber kein Thema. Wer bist du? Jonas. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Gameplayerin. Wer bist du und was machst du hier in Waldheim? Ach, voll nett. Was machst du hier in Waldheim? Ich heiße Jonas und bin Förster vom Beruf. Ich wohne nördlich des Flusses und zusammen mit meiner Frau Brietta halten wir den Wald im Zaum, liefern Holz für die Öfen und für Till unseren Schreiner. Okay, bis bald. Ich bin heute so nett. Okay, wollte ich gar nicht wissen, also dann mal bis bald. weiter nach oben rechts. So, ich hoffe, dass das jetzt wo hat er mich jetzt hingeschickt? Moment, beim Schmied sollte ich nur Hallo sagen? Ich habe schon wieder alles vergessen. Moment. Der Dorfälteste, genau, das war's. Ah ja, ist noch zu früh am Morgen heute irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl ich ausnahmsweise mal mehr als 5 Stunden geschlafen habe heute. Also das... was haben wir denn hier? Also das ist wahrscheinlich der Dorfälteste, aber was haben wir hier? Oh, ich kann das Licht an- und ausmachen. Okay. Hallo, bist du der Dorfälteste? Warum bist du denn blau? Also, nicht, dass er besoffen ist, sondern warum er in Blau eingekleidet ist. Hallo, Reisender. Nach meiner Beschreibung müsstest du Nial sein. Er hat halt diese Robe, sage ich mal, an. Also ich denke ja. In der Tat, gut, dass du mich besuchst. Es gibt vieles, was ich dich fragen möchte. Obwohl, ich finde, so alt sieht er gar nicht aus. Wenn, dann hat er sich gut gehalten. Fragen hätte ich auch einige. Sag mir erst einmal, wie du hierher gekommen bist. Es könnte sein, dass ich in meiner Welt gestorben bin. Ja, das wissen wir nicht so genau, ne? Ich habe wirklich keinen blassen Stimmer. Stimmer, genau. Ja, eine Parallelwelt könnte es natürlich auch sein. Aber da war ja irgendwas mit den Sternen und so vom Text her, ne? Es könnte sein, dass ich in meiner Welt gestorben bin, vielleicht.
Ich weiß nicht, wo du herkommst und was du dort erlebt hast, aber tot bist du nicht und wirst es auch niemals sein. Hätte ja sein können wegen dem Blitzschlag auch. Kian meinte, du kamst durch den Teleporter. Wie und warum, das wirst du herausfinden müssen, wenn du zurückkehren willst. Du meinst also, es wäre möglich, mich zurückzuschicken? Es gibt nichts, was unmöglich ist, du Jod. Es gibt nur Dinge, die momentan noch unmöglich sind, weil dir das nötige Wissen, Training und die nötige Energie fehlt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so genau, ob ich wieder zurück will. Ach, eben hat sie noch gesagt, sie vermisst das alles. Wie meinst du das? Anfangs wollte ich natürlich zurück in meine Welt, aber du hast dich inzwischen eingewöhnt und gemerkt, dass unsere Art zu leben nicht die schlechteste ist. Kian hat mir viel von unseren Gesprächen berichtet und ich an deiner Stelle würde es mir auch überlegen, ob ich dorthin zurückkehren möchte, wo du herkommst. Allerdings kann es sein, dass du in dieser Hinsicht keine Wahl hast. Keine Wahl? Wie meinst du das? Vielleicht wird das Universum zersplintern, wenn ich nicht zurückkehre, weil von dem einen Paralleluniversum einer fehlt und im anderen Paralleluniversum eigentlich zwei sein müssten, die sich jetzt aber nie wieder begegnen werden und ach, lassen wir das einfach. Keine Wahl, wie meinst du das? Alles im Universum hat einen Lebensplan und ich weiß nicht, wie deiner aussieht, aber wir werden es herausfinden. Also, was schlägst du vor, soll ich tun? Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, aber ich werde dir fürs Erste eine Aufgabe geben, damit du mehr über dich selbst herausfindest. Kian hat die Magie in dir erweckt, aber du hast noch sehr viel mehr zu lernen. Wenn du diese Aufgabe bewältigst, werde ich dir eventuell eine Lehrstelle bei mir anbieten und dich unterweisen. Das hört sich nach einem fairen Angebot an. In der Tat. Meine Aufgabe für dich ist, dass du dich in Waldheim umsiehst. Sprich mit den Bewohnern, schließe Freundschaften, treibe Handel und vernachlässige auch nicht deine Farm, die Kian dir so großzügig zur Verfügung gestellt hat. Ah. Okay, also hätte ich jetzt theoretischerweise dann doch was anlegen sollen, vielleicht, damit das dann in der Zeit schon mal wächst. Ja, ich habe es echt überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe wahrscheinlich viel zu tun hier in der Stadt und komme nicht so schnell hin und her. An deiner Stelle würde ich bei Alfred und Magda anfangen. Ja, von denen hat einer von den beiden, glaube ich, gesprochen. Sie haben den Bauernhof im Süden und könnten bestimmt Hilfe gebrauchen. Das ist alles? Keine Monster, Höhlen oder sowas. Ich bin jetzt einmal gut drauf, ne? Nein, keine Monster und keine Höhlen fürs Erste. Scheiße. Du hast bei Kian bewiesen, dass du Mut hast. Nun ist es an der Zeit zu beweisen, dass du auch ein Herz hast. Beides zusammen wird dich weit bringen. Vielleicht zurück in deine Welt oder noch viel weiter. Aber ich schweife ab. Ich kann heute nicht mehr reden. Tue, was ich dir aufgetragen habe und komm ab und an bei mir vorbei. Wie mache ich mich? Ja, du bist im Rumstehen, super. Ein Anfang. Dein Leben bei uns beginnt sich zu entfalten. Ja, und mein Leben beginnt gerade schwierig zu werden, weil draußen ist schon wieder die Müllabfuhr. Ich weiß nicht, was die ständig hier wollen. Wir machen mal kurz einen kleinen Cut. So, ich hoffe, dass es jetzt draußen ruhig genug ist, dass man mich wieder verstehen kann. Sich entfalten. Mir fehlt die Ausrüstung, um Zauber selbst herzustellen. Da kann ich dir nicht weiterhelfen, aber du solltest mit Tiberius darüber sprechen. Er sollte dir helfen können, eine Alchemieausrüstung herzustellen. Damit kannst du dann jede Formel, die du findest, mit den entsprechenden Zutaten zusammenmischen. Wo finde ich denn Tiberius? Neuen Hinweis erhalten, okay. Er lebt im Westen von Waldheim. Nahe des Steinkreises. Dort ist übrigens auch noch ein Teleporter. Darauf hatte ich gehofft, den du dir bei der Gelegenheit auch ansehen solltest. Vielleicht kannst du damit schneller zu deiner Farm und wieder zurückreisen. Das war nämlich jetzt mein zweiter Gedanke, den ich eben noch hatte. Und zwar habe ich mir überlegt, es muss ja eine Möglichkeit geben, hin und her zu porten, weil es ist ja doch eine ganze Strecke. Und ich vermute, dass da dieses Portal von den Monstern ja unten eingeschlossen ist. Vermute ich mal, dass dieser Teleporter, den ich gefunden habe, wo ich mich, ja, den ich eigentlich später nochmal angucken wollte, dass das der Teleporter ist, womit man dann an verschiedene Orte teleportieren kann. Ja, wie mache ich mich? Super. Sagt er da das Gleiche? Ja, er sagt das Gleiche. Na gut, tschüss. Er wohnt im, was hat er jetzt gesagt, im Westen? So. Schließe Freundschaften, Hinweise, Alchemieausrüstung. Machen wir auch mal rein.
Im Westen, genau, im Westen des Dorfes. Das heißt, der wird aber wahrscheinlich irgendwo im Wald leben, oder? Also im Westen des Dorfes hätte ich jetzt gesagt, ist hier irgendwo. Ich meine, kann auch sein, dass das Dorf noch weiter runter geht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hallo? Ja, ich habe ihn auch gesehen, deswegen bin ich nach rechts gegangen. Ein weiterer Teleport. Aber leider defekt, wie es scheint. Das hat er gehört. Der ist so weit weg und hat meine Gedanken gelesen. Und kommt sofort und gibt mir vielleicht eine Antwort. Hallo, was machst du hier draußen? Hallo, ich erforsche die Gegend. Ja, eine Aufgabe. Tja, wie du siehst, läuft der Teleporter nicht. Warum ist er denn kaputt? Ich habe schon daran gearbeitet, magische Energien aufgebaut und so weiter. Nun muss er nur noch aktiviert werden. Hört sich gut an. Wann wird er denn wieder einsatzbereit sein? Wenn ich es mir recht überlege, könntest du diese Aufgabe übernehmen. Ich hab doch nur so wenig Magie. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Warum bist du sonst zufällig vorbeigekommen? Zufällig eben. Keine Ahnung. Dummes Zeug. Nichts passiert aus Zufall. Ich spüre, dass du diese Aufgabe übernehmen sollst. Wenn du das sagst. Ja, dort hinten ist eine kleine Höhle. Oh. Weiter unten wirst du einen Mechanismus finden. Nein! Aktiviere ihn und dann sollte der Teleporter wieder funktionieren. Du hast doch gesagt, ich muss nicht mehr in Höhlen gehen. In Höhlen gehen, Hebel umlegen, hört sich simpel an. Warum habe ich nur das Gefühl, dass es nicht so einfach ist? Weil du es weißt. Wenn es einfach wäre, wäre es keine Herausforderung. Und mal ehrlich, wie langweilig wäre das Leben dann? Das wäre wunderschön. Da ist was dran. Viel Erfolg dann bei deiner Erforschung. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich den Säbel jetzt mitgenommen habe. Nicht so froh bin ich jetzt allerdings darüber, dass der hier defekt ist. Hätte der sich da nicht selber drum kümmern können? Ich meine, warum muss der jemanden wildfremden, ach, da oben ist die Höhle, jemanden wildfremden damit beauftragen, das zu tun? Ich wollte doch nur ein schönes, gemütliches Spiel spielen. Ah. Mal gucken. Ich höre schon wieder die ersten Fledermäuse. Ach, da unten ist auch noch eine. Die eine sehe ich noch nicht mal mehr. Die hängt jetzt irgendwo in der Wand drin. Ich habe sie in die Wand gebackt. Yes. Okay. Was ist denn hier im Weg? Hallo. Da ist doch nichts. Ich will nichts vom Thermometer sehen. Ich muss hier was sehen. Lass mich raten. Da sind noch wieder Zombies. Die Überschrift heißt nicht endlich im Waldheim. Die Überschrift heißt jetzt schon wieder eine Höhle. So. Na, komm. Jetzt stirb doch endlich. Ich sehe noch nicht mal deinen Lebensbalken. Aber wenn die unten sterben, dann geben die auch nichts. Da muss ich jetzt mal meckern. Ich mache ja so viel kaputt. Also ich mache immer was kaputt irgendwie, aber. Töte 20 Dämonen. Naja, immerhin etwas. gut, ich denke mal, das Sackgasse, ja. Da scheint auch nichts zu sein. Ich weiß nicht, was das hier ist. Glaube ich, Wasser oder so. Da ist ein Hebel. Da komme ich aber nicht ran. Oh, wer hat denn da so dämlich dieses Ding hier in den Weg gestellt? So. Einmal. Und ich gehe mal davon aus, dass das andere unten ist. Aber ich. Oh, das ist doch doof, Mann. Jetzt muss ich da hin, weil ich denke, dass es da oben vielleicht noch was gibt. Und wahrscheinlich gibt es da nichts.
Also garantiert gibt's da nichts. Ja, komm, mach den kaputt. Jetzt. Habe ich gerade was bekommen? Ich glaube, ja. Ja, siehst du, ich wusste, dass da nichts drin ist. Oh. Habe ich wieder umsonst die arme Fledermaus getötet. Böse Fledermaus. Vor allen Dingen hat die mich ja schon fast halb umgebracht. Kommt hier noch ein Eingang? Hallo? Gleich verarscht. Das ist ein Labyrinth. Finde einen anderen Weg. Oh nö. Oh nö. Nein. Ah. Hilfe. Hier sind Spinnen. Ich hasse Spinnen. Oh, das werde ich dem Entwickler nie verzeihen. Hallo, geh runter. Nein, keine Fledermaus. Die bringen mir schon genug um hier. Alter! Ich muss was essen. Was bist du denn jetzt? Du bist schon wieder so eine Riesenspinne. Mach die kaputt, Mann! Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Alter! Da sind noch mehr. Ich gehe hier wieder raus. Nein, ich kann nicht raus. Wieso kann ich nicht raus? Was ist das für Mist? Hallo? Ich will wieder hier raus. Ah. Könnt mich doch mal. Nein, nicht schon wieder. Wo kommen diese ganzen scheiß Viecher eigentlich hier? Ich meine, die kleinen gehen noch, aber... Alter! Ich will nur diesen blöd... Oh, da kommt Mama Fledermaus. Holla, die Waldfee. Ich will doch nur dieses blöde Ding drücken. Wo ist dieser scheiß Hebel? Lass mich in Ruhe. Oh, da geht's weiter. Lass mich in Ruhe, Mama Fledermaus. Ey, wenn das jetzt abgeschlossen ist. Vielleicht könntest du was. Mama Fledermaus kommt gar nicht mit. Vielleicht könntest du was. Das einschlagen. Nee, scheinbar nicht. Ein Hebel! Ein Hebel! Geh weg! Ich werde nie wieder in Höhlen gehen. Deswegen gucke ich mal, was das hier ist. Kann ich das mitnehmen? Ach, das Eisen, okay. Oh Gott. Aber das kann ich mitnehmen, oder? Jetzt sag mir nicht, dass das Sandstein ist oder so. Nee, das war doch auch Eisenerz, ne? Wieso kann ich das eine Eisenerz mitnehmen und das andere Eisenerz nicht? Das finde ich immer sehr seltsam. Der Hebel hat irgendwas aktiviert. Ach, sag mir jetzt nicht, dass ich dadurch jetzt in die Tür reinkomme. Echt jetzt? Wie viel Platz habe ich denn noch? Och, das war wieder... Okay. Ja, ist ja gut. Ah, ich hasse Hitboxen. Aber das kann ich mitnehmen. Das war doch jetzt auch Eisenerz, ne? Ja. Okay, das konnte ich anscheinend nicht machen. Steht Mama Fledermaus jetzt noch vor der Tür? Oh, sie steht doch vor der Tür. Ich bin weg. Ich bin weg. Nein, 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 nein. Geh weg, Mama Fledermaus. Geh weg. Ja, geh schon. Oh. Alter Schwede.
Wo ist mein... Ich habe gar nichts mehr zu essen jetzt dabei. Nee, Moment, das ist Essen, oder? Das sieht mir so nach Steinen aus. Bratkartoffeln mit Ei, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Oh, ich will nicht mehr. Ich gehe doch wieder nach Hause. Da gab es nicht so viele Fledermäuse. Wenn die da nicht immer so viel Schaden machen würden. Also es wäre viel schöner, wenn man einfach reinlaufen könnte, die kaputt machen könnte oder einfach links liegen lassen könnte und dann die Sachen hier machen, die Rätsel lösen. Das wäre viel schöner. Vor allem bei den Spinnen. Ich hasse Spinnen. Und jetzt auch den Entwickler. Nein, Scherz. Aber trotzdem. Mit dem habe ich jetzt noch ein Hühnchen zu rupfen. Er kann auch nicht einfach Spinnen mit hier reintun. Oh. Musste ich oben rumgehen, ne? So. I'm walking. Ist das schon der Ausgang? Nee, Moment. Ich bin doof. Moment, das war jetzt wirklich der Ausgang, oder? Ach, shit. Ich war jetzt so panisch wegen der Fledermaus und bin es immer noch nebenbei bemerkt, dass ich gerade gar nicht weiß. Aber war das wirklich der Ausgang? Doch, das war der Ausgang, ne? Dass ich gerade gar nicht mehr weiß, wo das verschlossen war. War das jetzt im unteren Bereich? Ich weiß auf jeden Fall, das war da, wo man in diese Höhlendinger rein kann. Aber es kann auch sein, dass man hier hochgehen musste und dass da die verschlossene Tür war. Muss ich jetzt nochmal eben nachgucken. Ja genau, hier waren die Höhlen. Da war der Schalter. Shit, das war doch unten. Oh nee. Aber Mama Fledermaus ist böse. Ich habe ihre Kinder ermordet. Ach, da wollte ich jetzt aber noch mal eben kurz gucken. Kann man aber nichts machen. Okay, vielleicht ist das Öl oder so, keine Ahnung. Aber was sollte Öl da unten, ne? Oh, ganz ruhig, Mama Fledermaus. Alles in Ordnung. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch mal... Die trifft mich ja sowieso mehrfach. Und ich kann nichts dagegen tun. Und ich weiß nicht, ob ich die überhaupt besiegen kann. Ich will nicht nochmal da runter. Warte mal, wenn ich nach rechts gegangen bin, da war das mit dem Hebel. Wo war jetzt das? Ich meine, da bin ich links durchgelaufen, dann nach links oben, oder? Aber Mama Fledermaus ist wieder da oben. Lauf nicht weg, du Ekelsviech. Jetzt hier falsch laufe. Das ist jetzt immer noch nicht tot. Ja, ist ja toll, dass du gerade jetzt müde wirst. Alter! Och, wie viele sind da noch? Da ist die Olle schon wieder. Nee, hä? Hier war es nicht? Aber da war nur das. Jetzt nimm das mit. Sag mir nicht, du hast keinen Platz mehr. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass wir jetzt tatsächlich noch eins zurückgehen können. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher.
Der Tag ist auf jeden Fall so gut wie vorbei. Und wir werden dann nochmal bei der Farm starten. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal in die Höhle zu gehen. Ich hoffe, dass ich den Teleport jetzt so aktiviert habe. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht durch den Schalter die Tür aktiviert habe, wo die immer wieder neu rauskommen. Das wäre nämlich nicht so gut. So langsam habe ich es echt im Gefühl, dass das nochmal der Raum da drüber war, dass ich hier doch richtig gewesen bin. Das ist alles nur Deko, oder? Okay, habe ich nichts von bekommen. Steinkreis am See, Zauberer Hügel nördlich der Farm. Perfekt. Wir nehmen jetzt allerdings den sollte ich vielleicht hier machen? Den Rückreisestein, weil wir dann direkt zu Hause auskommen. Aber wir können dann immerhin direkt dorthin am nächsten Tag. Das ist doch schon mal was. Dann machen wir die Sachen hier nochmal schnell weg. Das sind hier grünes Büschel, was ist das? Blaues Büschel. Das war noch Eisenerz. Und das war Essen, ne? Bratkartoffeln. Ich glaube, ich müsste mal eins irgendwie für die Steine und sowas machen. Was haben wir denn hier? Monster-Essenz. Hatte ich jetzt eins nur für die Monster-Dinger? Ich glaube, ja, ne? Monsterzahn. Das kommt dahin. Zutat für einige Rezepte. Augenkristall. Grüner Stein. Feuerzahn. Jetzt habe ich natürlich fast kein Essen mehr, ne? Oh, ich werde ja noch müder hier. So, das sind die Sachen, die ich hier von den Monstern mitgenommen habe. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir hier draußen eine Truhe machen, wo wir so Mineralien und sowas reinmachen. Rot sind die Monster, ne? Ja, vielleicht braun, keine Ahnung. So, auf jeden Fall nehme ich mir jetzt hier nochmal eben die Hacke raus. Die Kupferhacke, die holen wir raus. Und Kartoffeln und Zwiebeln. Dann werde ich nämlich da nochmal ein neues Feld in der nächsten Folge machen. Dann gehen wir nämlich danach noch so ein bisschen erkunden. Da oben hatte ich jetzt nichts mehr dran. Nee, da oben hatte ich nichts mehr dran. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich jetzt gleich hier wieder ohnmächtig werde, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich sollte vielleicht jetzt aus dem Stein rausgehen. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ja, machen wir nochmal eben ein paar Beete rein und dann erkunden wir die Stadt. Dann können wir mich schneller hin und her reisen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!